Hallo und Privet aus Kaliningrad. Tja, mal wieder hat ein mittelhochgestellter russischer Beamter geglaubt, dass er schlauer ist als die russischen Rechtspflegeorgane. Und mal wieder geht es um das russische Verteidigungsministerium und mal wieder geht es um Korruption. Das Verteidigungsministerium verfügt über ein sogenanntes Auditdepartement. Diese Struktur hat die Aufgabe, alle Verträge, die das Verteidigungsministerium abschließt, also egal ob es um den Kauf von Toilettenpapier geht oder um den Kauf eines neuen Atom-U-Bootes, auf rechtliche, sachliche Richtigkeit zu prüfen. Und der Chef dieses Departements glaubte, seine Position nutzen zu können, um zusätzlich Geld zu verdienen. Wobei er kein Geld verdienen wollte über die abgeschlossenen Verträge, aber dazu später. Im Vergleich zu anderen bekannt gewordenen Korruptionsfällen in den letzten 3-4 Jahren geht es an sich um eine lächerlich geringe Summe. 11 Millionen Rubel, das sind irgendwas so um die 150.000 Euro. Peanuts, wie man glaube ich in Deutschland sagt. Für diese Summe sollte er dafür sorgen, dass ein Bekannter von ihm, der bereits im Ministerium arbeitet, eine andere Stellung bekommt, einen anderen Posten im Ministerium bekommt. Tja, und wer bereit ist, für einen neuen Dienstposten 150.000 Euro auf den Tisch zu packen, der versucht natürlich auch so schnell wie möglich, dass sich dieses Geld, diese Investition wieder amortisiert. Über ein eventuell höheres Gehalt wird sich wohl diese Summe nicht amortisieren. Demzufolge hat dieser Beamte andere Absichten gehabt. Tja, und so kommt eben Korruption zu Korruption zu Korruption. Bekannt wurde schon vor einiger Zeit, dass eben aus dieser Struktur, die eigentlich für Recht und Ordnung im Vertragswesen sorgen sollte und dafür, dass der russische Staat nicht zu viel Geld für zu wenig Dinge ausgibt, bereits ein Abteilungsleiter verhaftet worden ist. Bei dem jetzt verhafteten Auditorchef der russischen Armee, so wie er durch die russischen Medien bezeichnet wird, handelt es sich um einen relativ jungen Mann, 37 Jahre. Und so wie die russischen Medien berichten, hat er bereits eine recht vernünftige Karriere hinter sich und hat sich vermutlich durch fleißige und qualifizierte Arbeit von unten nach oben gearbeitet. Zumindest wird es so kommuniziert. Und kommuniziert wird auch, dass der Mann keine schlechte Perspektive im Verteidigungsministerium hatte. Also irgendwelche Pläne hatte man mit ihm vor. Ja, und jetzt besteht seine Perspektive erstmal in einer Untersuchungshaft, die der Richter bis zum September diesen Jahres verhängt hat. Und auch danach lohnt es sich eigentlich nur in den Rahmen der Verlängerung der Untersuchungsfristen nachzudenken. Ja, und die Medien berichten, dass vor fast einem Jahr, im Mai 2017, der nun perspektivlose Untersuchungshäftling vom russischen Premierminister Medvedev sogar noch befördert wurde. Und 2 Monate später ist er dann Chef des Departements geworden. Tja, so schnell kann eine Karriere enden. Die Beschuldigungen streitet der Untersuchungshäftling natürlich ab und er verweigert jede Aussage und will auch nicht mit den Untersuchungsorganen zusammenarbeiten. Tja, das erschwert dann natürlich ein wenig die Untersuchungen und die Untersuchungshaft selber wird dann somit natürlich auch etwas länger dauern. Wobei, das spielt keine Rolle mehr in Russland, wie lange eine Untersuchungshaft dauert. Denn in Russland ist ein neues Gesetz in Erarbeitung, welches ja vorsieht, dass die Untersuchungshaft qualitativ höher bewertet wird als die eigentliche Haftstrafe. So dass man verallgemeinern jetzt davon ausgehen kann, nach dem bisher bekannten Gesetzentwurf, dass ein Monat Untersuchungshaft mit 1,5 Monaten realer Haftzeit aufgerechnet wird.
Tja, und wie ich ja schon erzählt hatte, ist das schon der zweite Fall in diesem Departement innerhalb von nur wenigen Monaten, wo leitende Mitarbeiter verhaftet worden sind. Naja, und das kann ja niemand verwehrt werden, zu orakeln, ob es denn nicht noch weitere illoyale Beamte in diesem Departement gibt. Da werden wohl die Untersuchungsorgane noch ein Stück Arbeit vor sich haben. Und ehrlich gesagt, ungeachtet dessen, dass ich nun schon fast 30 Jahre in Russland lebe, ist es mir immer noch nicht klar, warum sich russische Staatsbediente immer noch zu derartigen Handlungen hinreißen lassen. Die Praxis der letzten Jahre zeigt doch, wie viele hochgestellte Persönlichkeiten, Gouverneure, Minister, verhaftet und verurteilt werden. Mal von den Verhaftungen auf der mittleren und der kleinen Führungsebene mal ganz abgesehen. Und vieles wird in den Medien veröffentlicht, bis ins Detail veröffentlicht. Und trotzdem glauben die Leute, dass sie klüger sind als die Ermittlungsorgane und nicht erwischt werden, wenn sie Schmiergeld entgegennehmen. Die russischen Gesetze sind in diesem Fall einfach nur existenzvernichtend. Nachdem wohl einfache Agitationsarbeit über viele Jahre wohl nichts genutzt hat, wo man immer wieder appelliert hat, lass das sein mit der Korruption. Korruption ist schlecht, das ist verwerflich, das widerspricht den Gesetzen. Es hat alles nichts genutzt. Demzufolge hat Russland eben seine Gesetze überarbeitet. Mehrmals überarbeitet. Und wie gesagt, in der Zwischenzeit haben diese Gesetze eigentlich einen Status, dass sie existenzvernichtend sind für die betreffende Person. Man hat einfach Mechanismen geschaffen, die es einem verurteilten Beamten nicht mehr ermöglichen, auf die Füße zu kommen. Und davon ist natürlich auch die Familie betroffen. Denn neben der Entlassung aus der Funktion, selbstverständlich, gibt es ein Berufsverbot. Die Einhaltung dieses Berufsverbotes, also des Verbotes, in irgendwelchen staatlichen Strukturen, in irgendeiner Funktion zu arbeiten, wird durch eine sogenannte, nicht schwarze Liste, sondern zwischenzeitlich schwarzen Datenbank überwacht. Und sollte der Beamte bei einem anderen Arbeitgeber Arbeit suchen, so wird auch dieser Arbeitgeber über die kriminelle Vergangenheit seines neuen Mitarbeiters informiert werden. Dazu kommt, dass er natürlich, bevor er eine neue Arbeit aufnimmt, erstmal über viele, viele Jahre im Gefängnis verschwindet. Wir reden hier nicht über 2, über 3 oder lächerliche 5 Jahre. Steht die Frage, was macht in der Zwischenzeit, wo der korrupte Ex-Beamte im Gefängnis sitzt, seine Frau? Was machen seine Kinder? Wovon leben diese? Dazu kommt, dass der Beamte außer seiner Haftstrafe noch eine Geldstrafe bekommt. Die Geldstrafe, das Gesetz sieht vor, dass die Geldstrafe bis zum 70-fachen der erhaltenen Korruptionssumme bestehen kann. Also rechnen Sie mal 11 Millionen Rubel mal 70. Oder wenn Sie es einfacher haben wollen, 150.000 Euro mal 70. Das bedeutet letztendlich den Verkauf der Wohnung und den Verkauf der Unterhose aus dem Kleiderschrank. Und das bedeutet Verschuldung bis zum Ende des Lebens. Und das bedeutet, dass die Gerichtsvollzieher ihn auf Schritt und Tritt begleiten werden. Er kann sich nie wieder ein Auto kaufen. Er kann sich noch nicht mal eine Datsche kaufen. Und eventuell, wenn er an der Kasse steht und eine Dose schwarzen Kaviar kauft, könnte es sein, dass der Gerichtsvollzieher auch da schnell zugreift. Und damit keine Unklarheiten aufkommen, selbst wenn der korrupte Beamte über keinerlei Geld verfügt, über keinerlei Immobilien, über keinerlei Eigentum verfügt, befassen sich die Untersuchungsbehörden auch mit den Vermögensverhältnissen von Ehefrau, Mutter, Vater, Schwiegermutter, Schwiegervater, Tante, Onkel und so weiter und so weiter. Tja, mit diesen traurigen Überlegungen verabschiede ich mich. Tschüss und Baka aus Kaliningrad.